Hey, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich habe in der Single Week bei Mac zugeschlagen, wahrscheinlich wie viele von euch. Und es sind doch ein paar richtig coole Sachen zusammengekommen. Dachte ich mir, da mache ich ein Video draus, ich zeige euch die Sachen und ja, los geht's. Als erstes würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Ihr könnt mich kostenfrei abonnieren, Glocke aktivieren. Bei Instagram könnt ihr mal vorbeischauen. So, und jetzt geht's aber los. Irgendwann war ich im Büro und habe ich eine WhatsApp bekommen von meiner Kollegin, die schrieb, Achtung, bei Mac ist Single Week, die hauen irgendwie alle Produkte für 11,11 Euro raus. Und habe ich natürlich sofort geguckt und habe mir ein paar Schätze bestellt, die für mich ganz neu sind. Hier ist alles neu und ich bin super begeistert. Ich werde euch die Sachen dann nach und nach zeigen, wenn ich sie benutzt habe bei Instagram. Ich fange mal an. Also ich meine 11,11 Euro. Ich habe, glaube ich, nur am Ende 55 Euro bezahlt statt 170. Also ich habe richtig gespart. Und es sind so tolle Schätze. Ich hatte, glaube ich, noch nie eine Mascara von MAC. Und das ist hier so eine kleinere Größe. Finde ich aber völlig okay. Oh Gott, ist die cool. Ich freue mich so. Die sieht so toll aus. Moment, ich komme mal hier näher zu euch. Das ist die hier. Die sieht ja mal schön aus. Oh Gott, ist die toll. Die werde ich vielleicht irgendwo dekorativ ins Bad stellen. Jetzt bin ich sehr auf das Bürstchen gespannt. Oh ja, das sieht gut aus. Es hat schön geschlonzt. Habt ihr gehört? So. Das sieht so aus. Das ist eine Mischung aus irgendwie Kunststoff und Borste. Nee, es ist Kunststoff. Ich bin sehr gespannt, wirklich. Ich meine, MAC ist echt eine tolle Marke. Die sind Profis und da erwarte ich jetzt richtig was Gutes. Deshalb, das habe ich jetzt ohne Empfehlung einfach gekauft. Und ihr werdet es dann irgendwann hier in dem, wahrscheinlich in irgendeinem Aufgebraucht-Video oder eben bei Instagram. Ich werde es morgen gleich ausprobieren und euch dann berichten. Ich bin sehr gespannt. MAC Stack. Ich weiß nicht, kennt ihr die schon? Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Ja, Mascara bin ich ein Opfer, ne? Ich probiere so gern Mascara aus. Und Leute, das muss ich euch erzählen. Ich hatte eine Mascara von Too Faced, diese Better Than Sex. Das war so eine kleine. Und immer wenn ich die benutzt habe, irgendwann bin ich drauf gekommen, dass das die Mascara ist, habe ich eine Augenreaktion gehabt. Ich hatte mit einem mal hier morgens richtig dicke Augenlider. Es war ganz trocken. Ich musste mir in der Apotheke was holen. Ich konnte nur noch die Q10 von Dalton raufmachen und das Zeug aus der Apotheke. Ansonsten nichts anderes mehr. Mit Reinigung konnte ich nicht ran. Das war furchtbar. Und dann habe ich festgestellt, dass es diese eine Mascara war. Deshalb finde ich es nicht schlecht, dass das auch nur kleine Größen sind und man nicht jetzt eine große hat, falls das jetzt man nicht so gut verträgt, ne? Die habe ich tatsächlich entsorgt jetzt. Im nächsten Aufgebraucht seht ihr die dann. So, jetzt machen wir mal weiter. Oh, da habe ich mich auch so gefreut. Ich hatte noch nie einen Blush von MAC. Und das ist ein Blush in der Farbe Blush Baby. Blush Baby, ist das die Farbe? Ich denke mal schon. Wir holen ihn mal raus. Sieht so cool aus. Einfach, also ich finde schon die Verpackung richtig, richtig gut. Blush Baby, Sheer Tone Blush. Bin ich mal gespannt. Oh wow, das ist ein richtig schöner, naja, so ein, ja, der hat eine, ich bin mal gespannt, wie er pigmentiert ist. Ich war natürlich jetzt hier noch nicht drin. Der sieht hier sehr hell aus in dem Licht. Der ist relativ dunkel. Seht ihr das, wenn ich jetzt mal weiter hintergehe? Das ist so ein richtiger, schöner, nicht peachy oder so orange, gar nicht. Ne? Das ist so richtig schön rosé. Da kann man sich vielleicht auch so ein bisschen so diese, das machen die doch auch bei Instagram, habe ich das ganz oft gesehen, da ziehen die sich den Blush hier über die Wangen, so ein bisschen über die Nase, dass ihr so ausseht, als wärt ihr in der Kälte gewesen. Ich glaube, das kann man hiermit richtig gut machen, diesen Effekt. Oh, toll, werde ich mal ausprobieren. Da braucht man auch nur ganz wenig Make-up und Mascara und dann so ein bisschen diesen Look von heller Haut mit geröteter Nase und geröteten Wangen. Ich denke mal, das wird mit dem richtig gut gehen. Ich freue mich so. Ich meine, für 11,11 Euro ein MAC Blush. Kann man nicht meckern. Das nächste, wo ich super gespannt drauf bin und ich werde es jetzt sofort mal austesten, das ist die Strob Cream in der Farbe Gold Light. Ich hatte mal vor Jahren die Pink Light, habe die aber dann gar nicht mehr benutzt und jetzt habe ich die Gold Light. Die hat dann auch meine Kollegin und Freundin bestellt, weil ich habe die damit angefixt. Ich habe gesagt, das habe ich mir bestellt. So, ich mache mir das jetzt einmal. Ich muss das jetzt hier mal rausklopfen. Moment, jetzt kommt's.
Ich bin gespannt, ich bin echt gespannt. Oh, ich bin ja echt so ein Highlighter-Mädchen. Und die riecht wahnsinnig gut, ja. Und die macht ihr, das ist gar nicht, doch, 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 die gibt so einen ganz leichten, seht ihr jetzt nicht so gut, so einen goldigen Schimmer. Und das ist auch gleichzeitig eine Feuchtigkeitscreme. Ne? Ist ganz, ganz toll. Bestimmt auch so für Hals, Dekolleté oder wenn so die Zeit. Oh, die ist toll. Doch, die ist tatsächlich so einen ganz leichten Goldhauch hat die. So einen Hauch von Gold. Ich lieb's. Ich freue mich so. Ich werde das dann hier so aufmachen. Ich bin da ja echt ein Opfer. Ja, ich brauche das. Also, wenn es gut riecht, wenn es eine schöne Pflege gibt und werde ich ausprobieren. Unters Make-up. Die kann man, glaube ich, unter die Foundation geben. Die kann man unter Puder machen. Die könnt ihr übers Puder geben. Damit könnt ihr highlighten. Die Strobe Cream. Und die ist ja sonst echt richtig teuer. Und die riecht auch so gut. Die hat einen ganz, ganz zarten Duft. Also wirklich so ein Hauch von nix. Oh, es ist toll. Also darüber freue ich mich jetzt echt. Ich freue mich immer, wenn ich hier sitze, ne? Aber ich freue mich jetzt wirklich, weil jetzt kann ich alles schön benutzen und dann zeige ich es euch bei Instagram. Könnt ihr mal reinhüpfen in meinen Kanal oder auf mein Profil. So, jetzt habe ich noch zwei Sachen. Und zwar, ich hatte noch nie einen MAC Concealer. Oder wenn, dann ist das so lange her, dass ich es nicht mehr weiß. Und da habe ich mir hier zwei Farben genommen und einmal die NW24 und einmal die NW15. Und ich werde jetzt mit euch zuerst die NW15 aufmachen, weil ich wollte Roséfarbe, ne? Und das ist auch total gut beschrieben. Auf der Seite steht auch genau, ob es für helle Haut ist, für eher gelbliche Haut, ne? Da habt ihr so eure Hauttöne. 24 Stunden oder was bedeutet das dann? Studio Fix, ja, 24 Stunden. Ich muss es jetzt einmal auf dem Handrücken testen und mir da so einen kleinen Punkt hinmachen. Und dann vergleiche ich das nämlich gleich mal mit dem anderen. Also das ist jetzt. Also ich will euch das jetzt gar nicht hier so zeigen, weil meine Hand ist für euch nicht der Maßstab. Da könnt ihr eh nichts sehen. Deckt schön ab und hat eher so einen lachsigen Einstich. Also sieht so lachsfarben aus. Das ist HW15. Ich hole die gleich nochmal raus. Und jetzt mache ich NW24, so heißen die, also ganz merkwürdige Farbbezeichnungen, aber nur für euch. Und der ist etwas dunkler, glaube ich. Ich mache den jetzt mal hier so daneben. Ja, der ist ein bisschen mehr, der deckt. Nee, der ist aber genauso. Also ich werde die mal beide testen jetzt. Ja, ich brauchte beide, ne? Ich dachte mir, komm, für 11,11 Euro kriegst du nie mehr so günstig. Erst wieder nächstes Jahr. Nehme ich das mal und ich finde die, warte mal, ich mache sie jetzt mal nebeneinander. Ich will sie jetzt nur nicht durcheinander bringen. Das ist der, ja doch, hier seht ihr es, glaube ich, ganz gut. Mal gucken. Also das ist dieser NW15, ist jetzt auf der hier, diese Seite. Und NW24, diese Seite, beides NW. Hier seht ihr mal die Farben. Ich hoffe, dass es irgendwie die Kamera einfängt, aber ich denke mal schon. Und ich glaube, für mich ist fast besser. Der ist ein Ticken heller. Der ist mehr so rosafarben. Ich freue mich so. Ich freue mich da echt so drauf. Lege ich jetzt hier mal rein, schiebe ich da zurück und werde ich austesten. Ich werde das wahrscheinlich auch mal mit der Strobe Cream mischen, weil dann habt ihr tatsächlich noch so ein bisschen mehr Schimmer. Und das ist so meine Empfehlung, wenn ihr müde seid, wenn ihr nicht viel geschlafen habt, weil ihr kleine Kinder habt, irgendwelche anderen Probleme, nicht schlafen könnt, dann hält euch so ein bisschen wirklich das Auge auf. Und dann auch ganz wichtig, nicht überall den Concealer hingeben, sondern wirklich so highlighten, wie ein Highlighter benutzen und Glanz und Schimmer. Ich mache das ja auch immer so ein bisschen in den inneren Augenwinkel. Dann hat man so ein bisschen mehr so ein Strahlen. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier so in dem Licht und so ist, aber im Alltag mache ich das immer, so mir so ein Strahlen ins Auge geben. Und ja, da sind ja so diese Tricks, ne, mit denen wir so spielen können, so dass es gesund aussieht. Ihr sollt euch nicht zu betonieren mit einer Schicht von Make-up, dass ihr mattiert seid ohne Ende. Ihr wollt so einen leichten Glow, von daher hier so Strobe Cream. Ihr wollt diese leichte Röte, die wir haben, wenn wir gut durchblutet sind. Was, das macht ja jung, also ein bisschen hier so die Farbe, aber auch nicht zu doll. Ich weiß zum Beispiel Männer, ich kenne Männer, die hassen, wenn du so rote Wangen hast. Die sagen, wie sieht du denn aus?
Aber ich brauche es für mich. Also ich finde es einfach, sieht so fresh aus und gesund. Macht ihr, wie ihr wollt. So, ich habe aber noch ein Produkt, was ich hier liegen habe. Das war eine Probe. Keine Ahnung, was das ist. Ah, das ist ein Cleansing-Öl, also ein Reinigungsöl. Das werde ich doch gleich mal dann ausprobieren zum Abreinigen. Ein Cleansing-Öl hatte ich noch nicht, wenn das gut ist. Da muss ich mal gucken. Bei MAC gibt es jetzt immer mal wieder so Aktionen, wo die, glaube ich, raushauen, wo es immer so Angebote gibt. Da werde ich auf jeden Fall gucken. Ich werde es ausprobieren. Also so ein Öl finde ich richtig gut. Das geht nicht so gut, wenn ihr geklebte Wimpern habt. Habe ich nicht. Also ich kann damit voll auch an die Augen ran. Weil dann habt ihr schon so eine schöne gepflegte Haut. Ich zeige das euch auch nochmal. Hier könnt ihr das, glaube ich, ganz gut sehen. Ne? Das ist diese kleine... Naja, es ist jetzt nur eine Probe, aber Fresh Canvas Cleansing Oil. Durchfeuchtet. Und MAC ist wirklich cool. Also wie gesagt, ich kaufe ja jetzt nicht oft bei MAC. Ne? Also ich weiß nicht, so ein MAC-Haul... Habe ich das schon mal gemacht? Ich glaube nicht. Aber ich finde, wenn das so einlädt, dass man die Sachen ausprobieren kann, dann mache ich das auch und dann zeige ich es euch auch. Und ich werde euch berichten. Also ich weiß, dass es dann, ich weiß, dass ihr euch darüber freut, wenn ich euch Empfehlungen gebe. Das ist jetzt nur so eine kleine Inspiration, weil ich kann es euch noch gar nicht teilen. Aber boah, diese Goldcreme, die ist der Hammer, weil die hat überhaupt keine Goldpartikel. Die hat nur so einen leichten... Wie so ein Schimmer macht die auf der Haut. Das ist so toll, das ist so toll. Da freue ich mich jetzt echt, dass ich die habe. Und vor allen Dingen auch mit dem Gold. Das passt jetzt auch so schön in die Jahreszeit. Ich glaube, diese andere Farbe, dieses Pink, das ist mehr so für den Sommer. Obwohl, das Gold geht immer auch im Sommer. Meine Güte, wenn du dann ein bisschen gebräunt bist, dann hast du diesen Schimmer, finde ich total schön. Ich höre auf zu quatschen. Das war mein kleiner Einkauf. Ich hoffe, der hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, wisst ihr ja Bescheid. Könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben, kostenfrei abonnieren, Glocke aktivieren. Ich erinnere euch, weil ich weiß, wie es ist. Ich selber gucke auch YouTube. Und ich gucke dann die Videos und ich vergesse. Ich gucke das, bin total begeistert. Und dann bin ich irgendwie wirklich, freue mich darüber, aber ich vergesse, meinen Daumen hoch zu geben. Und kommentieren schaffe ich leider nicht so. Aber wenn, dann schreibe ich manchmal ein Herz oder irgendwas, versuche ich schon. Und das Problem ist, ich schaffe auch nicht eure Nachrichten zu beantworten, aber ich lese alles und ich freue mich so sehr, weil das ist so die Wertschätzung, ne? Wenn ihr Kommentare schreibt, dann denkt man immer, naja, die liest das eh nicht und so, das interessiert die gar nicht. Doch, ich weiß, dass alle YouTuber sich super freuen über liebe Kommentare, weil das ist so der einzige Kontakt zu euch. Ne? Ich weiß, dass ihr jetzt hier dahinter sitzt und ich jetzt in eurem Wohnzimmer bin oder in eurer Badewanne, irgendwo, wo ihr jetzt liegt. Oder in eurem Bettchen und euch vielleicht erholt mit mir. Und wenn ich dann aber von euch was lese, dann weiß ich, ah, da ist ja wirklich ein Mensch dahinter. So, ja, ist total verrückt. Irgendwie kann man gar nicht so richtig erklären, aber trotzdem erinnere ich euch nochmal dran. Und ja, ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.